Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Need for Speed. Ich bin der Zogger und heute gibt es ein neues Video zum Thema Driften. Da hatte ich bisher noch gar nicht so viel zu gemacht, leider. Ich wollte einfach mal euch mitteilen, was meine persönliche Top 10 an Driftautos ist. Ich denke mal, das ist bei euch auch ein ganz großes Thema. Ich hoffe es zumindest, weil bei mir ist es ein großes Thema, das Driften in Need for Speed und irgendwie auch generell in allen Autospielen. Deswegen dachte ich, ich stelle hier einfach mal meine persönliche, ganz wichtig, meine persönliche Top 10 der besten Driftautos zusammen. Warum sage ich das? Weil es natürlich sein kann, dass ihr sagt so, komme ich überhaupt nicht mit klar, denn ich habe jetzt hier den Wagen X und mit dem kann ich wesentlich besser driften und der ist für mich eigentlich der Favorit. Deswegen, es kann natürlich sein, dass ihr jetzt da gar nicht mit d'accord seid, mit dem, was ich jetzt hier präsentiere. Deswegen, es ist auch wirklich nur meine persönliche Meinung. Es ist auch, man kann es ja nicht genau sagen, weil die Autos natürlich alle unterschiedlich fahren und sich fahren lassen. Und es gibt so viele verschiedene Typen an Menschen, ist ja auch klar. Also ich bin halt so ein Typ, ich brauche unbedingt ein Heckantriebauto und... Also da gibt es viele Kriterien, die mein Driftauto erfüllen muss. Es kann sein, dass ihr andere Kriterien habt, aber ich wollte es euch einfach trotzdem mal mitteilen, was da so meine Favoriten sind. Ich habe das Ganze jetzt mal so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich gucke mir an, wie viel Spaß macht das mit dem Auto zu driften, für mich persönlich, und wie viel Punkte kann ich persönlich damit erreichen. Und somit habe ich da so einfach mal so ein kleines Ranking zusammengestellt und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem, in Anführungsstrichen, schlechtesten Auto, die Nummer 10 im Ranking. Wir gehen von hinten durch. Die Nummer 10 ist bei mir der Viper SRT. Wir haben hier einen Startpreis. Wir haben hier einen Preis von 124.000 Need for Speed Dollar. Ich will es direkt ganz am Anfang sagen, ich habe die Deluxe Edition, deswegen der Preis ist bei euch etwas höher, so 10% ungefähr, glaube ich, waren das. Deswegen wundert euch nicht, dass der Preis jetzt hier anders ist. Warum das meine Nummer 10 ist, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Wir haben jetzt hier schon eine recht hohe Stufe von 289. Nebenbei, die Autos, die jetzt hier gezeigt werden, gehen alle bis Stufe 399, also sind eigentlich schon die schnellsten Autos in Need for Speed, von der Kategorie hier einfach, oder von der Stufe her. Und ja, das ist einfach so, weil ich mit mehr Leistung irgendwie besser driften kann, als mit einem Auto, was jetzt nur bis 299 geht, da habe ich immer so meine Problemchen. Deswegen sind die jetzt hier in meinen Top 10 alle auf Stufe 399 oder möglich bis 399. Wir haben jetzt hier standardmäßig schon, wie gesagt, eine hohe Stufe. Wir müssen also gar nicht mehr so viel auftunen und zahlen für den Wagen 124.000, was völlig in Ordnung ist für das Auto. Wir haben schon standardmäßig 640 PS, ist natürlich eine Viper, also das erwartet man auch, dass man richtig ordentlich Power hat. Und eigentlich, so mal auf Real Life bezogen, müsste der, so wie er da steht, gar nicht mehr getuned werden. Wenn man den jetzt aber doch in Need for Speed tuned auf die letzte Stufe und Optik-Tuning macht, könnte er zum Beispiel so aussehen, wie ich mir den hier gemacht habe. Ziemlich klassisch das Ganze. Und wir haben sage und schreibe 1093 PS, also fast 1100 PS aus einem Saugermotor eigentlich. Aber in Need for Speed kann man da ja auch mit den Speedkarten so ein Turbo auch einbauen. War doch, glaube ich, so, oder? Jetzt weiß ich es gar nicht mehr genau. Wir behaupten das jetzt einfach mal, ist halt Need for Speed. Wir haben jetzt hier 0 auf 100 Geschwindigkeit oder Zeitmessung von unter 2 Sekunden, was unfassbar viel ist. Ja, das Ding ist einfach viel schneller, eine halbe Sekunde schneller als ein Bugatti Veyron. Und als ein Bugatti Chiron, der neue mit 1500 PS. Und das ist natürlich sehr, sehr gut zum Driften, weil wir natürlich eine gute Beschleunigung dafür brauchen, um erstmal schnell auf eine gute Höchstgeschwindigkeit zu kommen, um auch schnell driften zu können. Und auch sehr wichtig, wenn ihr am Drift
Ende seid, dann wird der Wagen immer ziemlich langsam nach dem Drift. Und da müssen wir auch natürlich wieder schnell raus beschleunigen, deswegen auch sehr gut. So, so genau wollte ich ja gar nicht drauf eingehen. Ich mache es jetzt hier beispielsweise einfach mal für den ersten Wagen. Bei den anderen werden wir das Ganze ein bisschen kürzer halten, weil das wird sich auch dann immer wieder wiederholen. Ja, warum ist das meine Nummer 10 und warum ist der überhaupt in den Ranking? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal an, wie der Wagen so driftet. So, ich habe ja schon mal so ein bisschen vorgearbeitet und die ganzen Drift-Szenen für euch rausgenommen. Dazu möchte ich jetzt erstes mal sagen, dass ich da jetzt nicht besonders gut gedriftet bin. Ich sag mal so, ich habe einfach mal mit jedem Auto ganz spontan eine Runde gemacht und die dann für euch aufgezeichnet. Einfach nur als Beispiel. Ich bin jetzt nicht mit dem Wagen oder mit jedem Wagen, weiß ich, ein paar Runden mehr gefahren, um da so möglichst viele Punkte zu machen und möglichst gut zu driften. Sondern einfach ganz spontan mal rein und mal gucken, was da so passiert. Denn wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre jetzt mit dem Viper hier, weiß nicht, 10, 20 Runden zum Beispiel, ja, dann ist man schon wieder so ein bisschen eingespielt und es soll eigentlich eher den Eindruck vermitteln, wie es ist, wenn man damit quasi zum ersten Mal fährt. Weil ich habe die Wagen, die ich jetzt hier fahre, tatsächlich schon lange nicht mehr benutzt. Deswegen ist es für mich auch schon so im Prinzip das erste Mal, sage ich mir jetzt einfach mal so, ne? Ja, was wir jetzt bei dem Wagen schon sehen können, er macht nicht wirklich viele Punkte. Er lässt sich ganz gut in den Drift bekommen, relativ gut, da er natürlich Heckantrieb hat und unglaublich viel Power. Das ist schon mal richtig geil. Warum der jetzt hier Ranking ist, ganz einfach, weil der Wagen einfach richtig viel Spaß macht. Also ich habe da richtig Bock gehabt mitzufahren. Er macht nicht viel Punkte, aber es macht einfach Spaß. So, jetzt haben wir gesehen, wir haben hier nur knapp 950.000 Punkte gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und deswegen ist er jetzt auch, sagen wir mal, auf dem letzten Platz. Er macht aber wirklich sehr, sehr viel Spaß zu driften. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Also, ich weiß, er macht irgendwie einfach Laune. Ja, also, ich sag mal, bei mir ist das Driften so, die Punkte zu erreichen, das ist ja sowieso immer so eine Sache. Ihr müsst ja hier eh nur so knapp 200.000 Punkte erreichen. Und alles, was jetzt da drüber liegt, alles, was ihr über diese 200.000 Punkte erreicht, um das Event zu schaffen, das ist ja einfach nur für euren Spaß. Und vielleicht für eure Kollegen, wenn ihr mal so ein bisschen angeben wollt. Oder für YouTube oder für Facebook oder was es da so gibt. Also bringt euch eigentlich nichts. Deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, ich nehme noch den Spaßfaktor mit rein, weil den Punktefaktor, den kann man eh nicht so genau bewerten. Vielleicht bin ich mit dem Wagen richtig gut oder richtig schlecht und ihr seid damit richtig gut. Und ja, dann ist es natürlich wieder so eine Sache. Deswegen habe ich den Spaßfaktor mit reingenommen. Und den Wagen würde ich jetzt in meinem Ranking wie folgt bewerten. Ich habe der Dodge Viper SRT jetzt mal Spaßfaktor-Punkte gegeben. 7 von 10 und Punkte, die man damit erreichen kann oder die ich damit erreichen kann, 3 von 10. Macht dann summa summarum 10 Punkte von möglichen 20 Punkte, die man erreichen kann. Somit ist er jetzt hier der schlechteste von den 10 Autos. So. Also wie gesagt, er macht nicht viel Punkte damit oder ich zumindest nicht. Aber er macht viel Spaß und deswegen dachte ich, er hat es verdient, hier in das Ranking mit reinzukommen. Und es ist einfach ein unfassbar cooles Auto. Also Dodge Viper, oh, ich liebe Dodge Viper. Es ist einfach so ein Auto, wo man genau weiß, selbst wenn man so viel Geld verdient, dass man sich den irgendwie leisten kann, der Wagen wird einen irgendwann auffressen oder umbringen. Deswegen wird man sich den wahrscheinlich niemals kaufen. Aber zum Zocken doch sehr gut. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Platz Nummer 9. Der wird jetzt hier in dem Ranking belegt mit dem Audi R8 V10 Plus. Hat standardmäßig die Stufe 288, wenn ich das richtig sehe. Ich muss dazu sagen, ich sehe das Bild jetzt hier bei mir gerade nur ziemlich klein, deswegen verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht so gut lesen kann und meine Augen sind sowieso nicht die besten. Kostenpunkt $160.000. Kostet also mehr als die Viper. Und ja, es ist natürlich ein grundlegend ein komplett anderes Auto. Deswegen nicht so richtig vergleichbar. Von der PS-Zahl sind wir da ungefähr gleich.
Ja, die Werte von der Beschleunigung, ich habe es jetzt nicht mehr von der Viper im Kopf, aber die sollten besser sein. Ansonsten ein richtig, richtig cooles Auto. So sieht er aus, wenn er standardmäßig ist, nicht getuned ist, weder Optik noch Leistung. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie der aussehen könnte, wenn ihr euch den getuned habt. Hier in meinem Beispiel habe ich den jetzt mal so gemacht, wie der Audi R8 vom JP. JP solltet ihr kennen, JP Performance aus Dortmund. Der hat allerdings den alten Audi R8 gehabt. Den kann man im Spiel aber nicht fahren. Und ich dachte, okay, das Design ist trotzdem sehr cool. Ich mache es mal auf den neuen drauf und versuche das so gut wie möglich hinzukriegen. Das Tuning habt ihr wahrscheinlich gesehen. Wenn nicht, und wenn ihr es gerne mal sehen möchtet und vielleicht dann noch einen speziellen Soundcheck zu dem Auto sehen möchtet, ohne mein Gequatsche dahinter, das könnt ihr alles unter meinen Videos nachschauen. Ich habe auch Playlisten für euch erstellt. Da gibt es zum Beispiel die Playlist Need for Speed Payback Tuning. Da könnt ihr den Wagen, das Tuning dazu zu dem Wagen finden. Und dann gibt es die Playlist Need for Speed Payback Soundcheck. Da findet ihr immer einen ganz kurzen, ganz klaren Soundcheck von dem jeweiligen Auto. Da wird nicht gequatscht, da wird keine Musik abgespielt. Da hört ihr pur den Sound von dem Auto. Und ja, so das einmal dazu. Ich werde euch einfach mal in die Videobeschreibung die beiden Playlists verlinken. Der Wagen hat jetzt natürlich wieder letzte Stufe, 399, hat über 1000 PS in dem Audi R8, kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie, weil der Allradantrieb hat, der geht unfassbar ab. Sieht man auch hier an 0 auf 100 in 1,83 Sekunden, unfassbar. Das ist einfach, das kann man sich nicht vorstellen, das ist einfach Wahnsinn. Wenn man das mal auf das echte Leben überträgt, bei Need for Speed denkt man jetzt so, ja, ich habe ein schnelleres Auto, aber so in echt, ne, unfassbar. Ja, sieht auf jeden Fall richtig cool aus, hat die Power, hat den Style. Und jetzt gucken wir mal, ob der auch gut driften kann. Ich bin den hier auch schon mal bei Drift um den Block gefahren. Was ich direkt sagen muss, was sofort auffällt, ist einfach die Beschleunigung, wenn ihr da losfahrt. Mit dem Nitro am besten noch. Unfassbar. Er geht richtig ab. So, jetzt muss man sagen, Audi R8 ist ein Allradfahrzeug. So, Allradfahrzeug und Driften ist ungefähr so wie Katz und Maus. Passt überhaupt nicht zusammen. In Ausnahmefällen allerdings doch, so wie bei Tom und Jerry vielleicht, die verstehen sich auch hin und wieder mal richtig gut. Und so ist das auch mit dem Audi R8 hier. Nämlich hat der Allradantrieb aber einen hecklastigen Allradantrieb. Und somit kann man damit auch driften. Und das nicht nur in Need for Speed, sondern auch in im echten Leben. Und ja, es ist möglich. Allerdings habt ihr immer das Problem, dass der sich. Also er kann driften. Er will es aber irgendwie nicht so richtig. Ich sag mal, ihr fahrt so in den Drift rein und der Wagen zieht sich durch den Allradantrieb immer so ein bisschen wieder in die Spur. Was natürlich sehr gut ist für einen Race, aber für einen Drift natürlich nicht so geil ist. Wenn ihr jetzt mal auf ein hecklastiges Auto ja, beispielsweise übertragen würdet oder vergleichen würdet, dann ist es so, wenn ihr ein hecklastiges Auto driftet, dann driftet ihr einfach so lange, bis ihr den Drift beendet. Und der Audi R8, der macht das so, wenn ihr driftet, dann beendet er quasi selber den Drift irgendwann zu einem gewissen Punkt und das stört ein bisschen. Es ist aber nicht ganz so schlimm. Ja, also ich habe jetzt hier mit dem Auto 1,15 Millionen Punkte erreicht, was schon sehr viel ist, finde ich, für dieses Auto. Und es macht auch Spaß. Deswegen habe ich jetzt hier mal die Bewertung gemacht. Spaßfaktor 5 von 10, ja, ist sehr wenig, aber ich finde, dass der Allradantrieb tatsächlich sehr, sehr viel Spaßfaktor einfach nimmt. Punktemäßig kann man dann folgend auch nicht so viel Punkte erreichen. So, zumindest ich nicht. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal die Punkte, die man erreichen kann, damit bewertet mit 6 von 10. Das heißt, wir kommen insgesamt auf eine Wertung von 11 in meinem Beispiel. Ich sage euch auch warum. Ich kann mit solchen Autos einfach nicht driften. Ich kann es einfach nicht. Es gibt noch ein schlimmeres Auto oder mehrere schlimmere Autos. Als bestes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Lamborghini Huracan. Oh Gott, also der hat ja wirklich einen Vollallradantrieb irgendwie, ne? Der ist auch wieder so ein bisschen. Also man kann driften damit, aber nicht wirklich gut. Und das ist jetzt auch wieder so eine Sache. Ich kann damit nämlich zum Beispiel überhaupt gar nicht driften. Und das ist bei dem R8 auch ein bisschen so. Es gibt aber Leute unter euch und unter meinen Kollegen, die damit sehr gut driften können. Bezogen auf die Punkte aber ehrlich gesagt eher.
Da geht es eher um den Punktefaktor, weil man kann mit dem Huracan, da kommen wir aber nochmal zu, wirklich viele Punkte machen, aber man muss wirklich sehr, sehr komisch driften. Es hat weniger mit Driften zu tun als mit, ja, wie nennt man das denn dann? Als mit doof hin und her lenken. Das macht zwar viele Punkte, hat aber mit Driften wenig zu tun und macht auch irgendwie keinen Spaß. Der R8 finde ich da wirklich ein bisschen besser vom Spaßfaktor her, vom Spaßfaktor, nicht vom Punktefaktor, vom Spaßfaktor her, denn der lässt sich besser und länger in so einem schönen Drift halten. Das ist mit dem Huracan wirklich unfassbar schwer, das geht eigentlich nicht. So, somit hat der R8 jetzt die Gesamtwertung von 11, ist also ja, unter den Top 9, ist gar nicht mal so schlecht, aber es gibt auf jeden Fall bessere und wir kommen zum nächsten. Platz Nummer 8. Den Platz belegt jetzt hier in meinem Beispiel der Chevrolet Corvette Grand Sport. Warum? Sagen wir gleich. Allerdings haben wir jetzt hier eine Stufe, die etwas geringer ist, und zwar 238. Der hat in Anführungsstrichen nur 460 PS und ist nicht ganz so schnell von 0 auf 100. Optisch gesehen, Bombe, Bombe das Auto. Ich feiere den Wagen richtig. Also was die da wieder rausgehauen haben, das ist einfach, also zu einem Corvette Z06, das ist ein unfassbarer Sprung nach vorne. Da sieht man wirklich mal einen Unterschied. Ich meine, okay, die Z06 ist schon ziemlich alt und das Nachfolgermodell, ja, das kam viel, viel später, aber es ist, ja, also meistens, also es ist ja schon öfter mal so, dass ein Nachfolgermodell kommt und man denkt sich so, ja, sieht irgendwie genauso aus. Gibt auch immer viele Facelift-Modelle. Und hier haben wir wirklich ein komplett neu designtes Auto. Die Grundstruktur ist gleich, aber es ist irgendwie bulliger, kantiger, schärfer, böser. Und ja, so viel wollte ich gar nicht auf die Optik eingehen, aber ich finde den irgendwie einfach cool. $104.000, also bis jetzt das günstigste Auto. Ich sag mal vom Preis so solche so 100.000 und 200.000, das hat man immer ganz schnell erspielt. Insofern, den kann man sich schon ziemlich schnell und einfach leisten den Wagen. Ihr müsst natürlich für gewisse Autos und für den mit Sicherheit auch einen gewissen Spielfortschritt haben, um den überhaupt kaufen zu können. Denn die Wagen werden coolerweise, also ich finde es gut, nach und nach erst freigeschaltet mit der Story, sodass man nicht von Anfang an einfach irgendwie Kohle scheffeln kann und sich dann direkt das coolste Auto kaufen kann. Das habe ich schon mal ganz gut gemacht. Ja, habt ihr den Wagen dann auf die letzte Stufe 399 gebracht und ein Optik-Tuning angebracht, so wie ich? Dann könnte er zum Beispiel so aussehen. Ich habe mich jetzt hier für die Optik entschieden von dem alten Chevrolet Corvette Grand Sport. Der kam, glaube ich, 1900. Boah, jetzt leg mich da bitte nicht fest. 1970? 1980? 1960? Irgendwie so. Wenn ihr das eingebt bei Google, dann findet ihr den auf jeden Fall. Und wir kommen auf über 1100 PS. Das ist der Hammer. 0 auf 100 in unter 1,9 Sekunden, also genauso oder ähnlich schnell wie der Audi R8 und das mit einem Heckantriebauto. Und der war wesentlich günstiger, also 20.000, so, ne? Oder nee, der 8 war ja bei 160. Das heißt, wir sind 60.000 Euro Dollar günstiger. Müssten natürlich etwas mehr auftun, weil die Stufe geringer war, aber im Endeffekt ein erstmal fast besseres Auto. Von der Optik finde ich ihn fast noch cooler, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht so weit eingehen. Wir gucken mal, wie der driftet. Und los geht's. Ja, das ist schon richtig cool, diese vier Auspuffrohre, die der standardmäßig schon verbaut hat. Richtig geil. So, jetzt guck mal hier. Oh, wie schön der in den Drift reingeht. Das ist doch Wahnsinn, oder? Guckt euch das mal an. Der Drift lässt sich ziemlich cool halten. Ist natürlich auch für ein Heckantriebauto. Somit kann man damit wirklich mal. Boah, das ist echt gut. Der kann wirklich richtig schön driften, der Wagen. Wie gesagt, also ich komme mit Heckantrieb sowieso immer viel, viel besser klar. Was wir jetzt allerdings schon feststellen können, wir sind jetzt schon in der Runde 2, 3 Runden fährt man immer hier bei Drift in den Block. Und wir haben noch nicht 4 Punkte erreicht. Das ist ein kleines Problem, wenn man jetzt auf Punkte abzielt, denn da ist der, ja, ich sag mal, etwas schwach auf der Brust. Also es gibt bessere auf jeden Fall.
Aber er macht schon unfassbar viele Punkte. Also generell ist es wirklich viel. Aber es gibt halt immer noch bessere Autos. Aber guckt euch das mal an, wie schön der driften kann. Der geht so cool in den Drift rein. Ihr seht auch immer, könnt ihr mal an den Bremslichtern sehen, wann ich denn mal so ein kurz die Bremse drücke. So, jetzt sehen wir hier auch schon. Wir haben jetzt erreicht etwas mehr, glaube ich, als bei mir 8. Ja, 1,2 Millionen. Aber wie gesagt, lasst euch davon erstmal nicht beeindrucken. Ich bin wirklich immer nur eine Runde gefahren und ich habe mir da auch nicht war gut, was heißt die allergrößte Mühe? Ich habe es versucht, aber ihr wisst ja, wie das ist. Wenn ihr auf einmal wieder ein anderes Auto fahrt, dann müsst ihr euch erstmal wieder umgewöhnen und so. Deswegen lasst euch da erstmal nicht beeindrucken. Man kann mit Sicherheit noch viel mehr Punkte mit dem Wagen machen. Aber es ist halt naja, es ist nicht ausreichend. Und irgendwo ist dann die Grenze bei dem Wagen tatsächlich erreicht. Und irgendwann kann man nicht mehr so viel mehr erreichen. Deswegen hat er jetzt hier von mir Spaßfaktor 7 von 10 Punkte. Und mögliche Punkte oder Driftpunkte, nenne ich es einfach jetzt mal, 5 von 10. Ja, 5 ist ziemlich wenig. Man hat ja gesehen, er hat 1,2 Millionen Punkte gemacht. Aber die Grenze bei dem Wagen ist ziemlich schnell erreicht. Denn er driftet wirklich gut. Man macht schon. Also der Wagen holt schon durch die Art zu driften viel Punkte raus. Und es ist nicht mehr viel möglich mit dem Wagen. Deswegen wird da nicht so viel mehr drin sein, als man vielleicht erstmal denkt. Wir kommen insgesamt auf 12 Punkte. Und somit ist es hier auf Platz 1 das Fahrzeug. Auf Platz Nummer 8 das Fahrzeug. Boah, meine Stimme geht irgendwie weg. Was ist denn jetzt los? Wir gucken uns das nächste Fahrzeug an. Nummer 7. Ein Fahrzeug, was auf jeden Fall in das Ranking gehört, ist der Ford Mustang. Und zwar der alte, bitte. Der neue ist auch sehr cool, aber wir bleiben erstmal bei dem alten. Oldschool und ja, Ken Block kennt man. Ja, der hat auch den Wagen. 35.000 kostet er. Er hat keine Leistung, keine Höchstgeschwindigkeit. Er hat eigentlich gar nichts. Ihr müsst da wirklich noch, ja, ich sag mal pauschal eine Stunde, wenn ihr schnell seid, einplanen, um den Wagen komplett auf die letzte Stufe zu bringen. Aber dann, Freunde, dann kann er so aussehen. Ich habe mir den jetzt hier mal in dem Eleanor-Design gemacht. Kennt man aus dem Film. Boah, scheiße, wie heißt der denn jetzt? 60 Sekunden? Ich finde, die Optik ist als Driftauto an sich nicht die coolste. Aber ich fand den einfach richtig. Ich fand den in dem Film schon immer richtig cool, den Wagen. Und deswegen habe ich mir den jetzt hier auch so gemacht. Ich lasse mich generell nicht immer nicht beeinflussen davon, ob es jetzt ein Driftauto ist oder was auch immer für ein Auto. Ich mache mir den einfach immer so, wie ich ihn cool finde. Und deswegen sieht er jetzt hier so aus. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie der denn so driftet. Ja, unfassbare Beschleunigung schon wieder. Unter 2 Sekunden natürlich deutlich auf 100. So, und jetzt sehen wir hier schon auch schon. Oh, guck mal. Alter, der driftet so schön. Der driftet richtig schön. Wenn ihr damit in die Kurve reinfahrt, ihr müsst theoretisch nicht mal eine Bremse drücken und er fängt schon an zu driften. Und das ist wirklich richtig cool, richtig vorteilhaft für den Drift auf jeden Fall. Ich habe mittlerweile schon die Angewohnheit, immer die L2-Taste auf der PlayStation kurz anzutippen, um in den Drift reinzukommen oder besser reinzukommen, weil das meistens immer richtig gut funktioniert und ihr habt direkt so eine schöne Schräglage. Bei dem Wagen ist es aber wirklich so, es wird schon reichen, wenn ihr hart einlenkt, wenn ihr es früh genug macht. So, da sieht man auch schon, der hat jetzt nicht wenig Punkte gemacht. Das muss man jetzt mal beachten. Jetzt haben wir in der ersten Runde da knapp, ich glaube, wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon in der letzten Runde? Oh, ja, wir behalten es mal im Auge. Aber der ist wirklich richtig schön zum Driften. Auch wieder ein richtig schönes Hecktriebauto. Und der Sound dabei ist natürlich richtig cool. Der schöne alte V8-Sound. Natürlich übelst hochgepusht durch die ganze Leistung. Aber das brüllt einfach nur durch den Fernseher und das ist einfach richtig cool. Fast 1,5 Millionen im Drift geschafft. Richtig, richtig gut. Jetzt muss man allerdings aber auch wieder sagen, dass es bei dem Wagen, zumindest in meinem Fall so war, dass da irgendwann, und irgendwann ist recht kurz, die Grenze erreicht ist,
von den Punkten, die man damit schaffen kann. Ich sage mal, ich würde auf jeden Fall noch mehr schaffen können, mit ein paar mehr Versuchen als jetzt natürlich. Das könnt ihr mit Sicherheit auch hinkriegen. Allerdings ist da, also bei mir war es wirklich so, die Grenze ist schnell erreicht. Also irgendwann kann man nicht mehr viel rausholen, weil das Auto an sich einfach nicht wirklich hergibt. Und deswegen habe ich denen jetzt mal Spaßfaktor 7 von 10 verliehen und Punktefaktor 6 von 10. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 13 Punkte und somit höher als die Autos davor. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt einfach mal zum nächsten Auto. Nummer 6. Das belegt jetzt hier in meinem Fall der Porsche 911 GT3 RS mit unglaublichen standardmäßig fast 500 PS und 311 km Höchstgeschwindigkeit. 0 auf 100 in knapp 3 Sekunden und wir haben hier eine Stufe von fast 260. Also nicht schlecht, wir müssen ein bisschen was auftunen, aber dann haben wir den auch schon fertig auf die letzte Stufe. Und die Optik, ja, da muss ich nicht viel zu sagen. GT3 RS, das reicht, oder? Optik ist wirklich genial. Und wenn ihr den dann komplett aufgetunt habt, Leistungstuning und Optiktuning, dann habt ihr auch ordentlich Leistung. Und nämlich so viel. Über 1000 PS in einem Porsche GT3 RS, der ja sowieso schon Leichtbau extrem ist und unfassbar schnell dadurch ist. Und dann haben wir jetzt einfach mal noch mal eben mehr als die doppelte Leistung. Ja, warum denn nicht? Und damit schafft er dann knapp unter 2 Sekunden von 0 auf 100 und eine Höchstgeschwindigkeit von 330 km/h. Das ist nicht besonders viel. Allerdings ist die Performance von dem Auto um Längen besser als die Autos davor. Und somit ist die Höchstgeschwindigkeit, sage ich mal, einfach nicht so relevant für mich, weil die Kurvenlage einfach alles wieder raushaut. Ich habe mir den jetzt hier in einem Martini-Design gemacht, weil es ist einfach ein Porsche und da gehört das einfach für mich dazu. Das muss da drauf und deswegen sieht er jetzt auch so aus. Wir gucken uns an, wie der Wagen driftet. Ja, die Beschleunigung ist nicht ganz so gut, das merkt man direkt. So, jetzt sieht er auch schon, wie der in den Drift reingeht. Ich drücke wieder oder tippe ganz kurz die L2-Taste an, um hier in den Drift zu kommen. Es ist nicht nicht ganz so einfach, das ohne die Taste zu machen, aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Und was ich euch sagen kann, der Spaßfaktor bei dem Auto ist unfassbar hoch. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier viele kleine Unfälle und Kollisionen gemacht mit dem Wagen. Aber ich war auch irgendwie ein bisschen in Rage, weil der Wagen, der war wirklich... Da ist schon wieder an die Wand getatscht oder an die Säule. Der Wagen, der hat so viel Spaß gemacht, den zu driften mal wieder. Ich muss sagen, als ich den aufgetunt habe, bin ich damit gar nicht mehr so oft gedriftet. Ich habe den nur aufgetunt im Drift und dann war es das schon wieder. Und jetzt habe ich sie einfach mal in der Runde so ein bisschen genossen, damit zu fahren. Und ich kann auch sagen, wenn es euch um Spaß geht, dann ist das Auto wirklich sehr empfehlenswert. Ihr seht schon, der macht jetzt nicht wenig Punkte. Man kann damit viele Punkte erreichen, weil der einfach richtig cool driftet. Der Drift lässt sich schön lange halten. Er lässt sich schön quer schnell fahren. Und somit habt ihr immer sehr oft oder sehr lange auch oben den Punktefaktor Nummer 4. Allerdings nur 1,4 Millionen Driftpunkte. Da muss ich jetzt aber auch wieder sagen, das ist jetzt einfach meiner schlechten Fahrt zu urteilen. Ich kann mit dem Wagen auf jeden Fall um einiges mehr Punkte machen. Ich könnte ganz locker 1,8 Millionen mit dem Wagen schaffen. Und es könnte sogar noch mehr sein. Also wenn ich mich da wirklich reinhängen würde, ist da auf jeden Fall wirklich, wirklich viel möglich mit dem Wagen. Und das Coole dabei ist, ihr habt dabei auch noch Spaß. Und deswegen ist er auch auf dem Platz Nummer 6. Weil das Auto wirklich Bock macht, ihr macht viele Punkte. Und ich habe den jetzt einfach mal Spaßfaktor 8 von 10 gegeben und Punktefaktor 8 von 10. Somit kommen wir insgesamt auf 16 Punkte und damit sind wir auch schon, sind wir 3 Punkte weiter als der auf Platz 7, der Mustang. Nummer 5. Und es ist wieder ein Porsche, nämlich der 911 Carrera RSR 2.8.
Warum? Erstens, es ist ein RSR, das sagt schon mal viel aus. Nein, der Wagen ist wirklich optisch gesehen einfach oldschool und ein absoluter Porsche-Traum. Ich weiß, es gibt viele Porsche-Fans unter euch, ich bin auch einer, ich bin auch mit dabei. Ich liebe den Porsche RSR. Es ist natürlich eine andere Generation, aber er fasziniert immer noch. Wir haben hier standardmäßig eine sehr geringe Stufe. Wir müssen wirklich viel auftunen, um ihn auf die letzte Stufe zu bekommen. Insofern sind die Werte jetzt auch nicht ganz so gut. Er kostet allerdings richtig viel Geld im Vergleich zu anderen Autos. Der Audi R8 war jetzt nicht so viel teurer. Und ja, Verhältnis, naja, okay. Aber er ist günstiger als der andere Porsche und er ist sogar besser als der andere Porsche. Und warum der besser ist, das sage ich euch gleich nochmal im Drift genau. Er hat es auf jeden Fall auf den Platz geschafft. So sieht er dann aus, wenn ihr den aufgetunt habt auf die letzte Stufe. So, und jetzt hier nochmal ganz kurz zuhören. Der Wagen kommt nur auf Stufe 398. Ich weiß jetzt nicht, ob es von Need for Speed so gewollt ist. Ich denke mal eher, dass es einfach ein Fehler ist, den die irgendwie keinen Bock haben auszubaden. Ich habe bei dem Wagen überall 18er Teile eingebaut. Und so wird es auch bei euch aussehen. Ihr könnt den nur bis Stufe 398 bekommen. Ich verstehe es nicht, ist mir aber auch egal. Denn im Endeffekt interessiert nur die pure Kraft von dem Wagen. Und das hat er auf jeden Fall. Der hat jetzt hier 1,8 Sekunden auf 100. Und das ist wirklich unfassbar wenig. Ich glaube, das ist sogar das schnellste Auto bis jetzt, oder? Ich meine, wir haben keinen schnelleren gehabt. Nee. Ich sage jetzt einfach mal, ich meine nicht. Also 1,8, irgendwas haben viele jetzt gehabt, aber 1,80, das hat noch keiner gehabt. Höchstgeschwindigkeit auch sehr gut. Und da muss ich einfach mal sagen, der Wagen ist der optimale Allrounder für alles, was ihr machen wollt. Drift, super. Drag, super. Race, richtig geil. Runner, weiß nicht genau, habe ich noch nicht getestet, aber ich denke mal, es wird auch gehen. Aber ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt als Runner gibt. Kann ich gar nicht genau sagen. Wir gucken uns den Drift mal und ihr seht ja schon, boah, die Beschleunigung ist der Wahnsinn. Ihr seid hier hinten schon am Ende von der Geraden auf über 200 km/h und ihr seht auch, wie der driftet. Guckt euch das mal an. Seht ihr das? Ich benutze kaum die Bremse. Ich lenke einfach hin und her und der Wagen macht einfach genau das, was er soll. Hart driften. Und zwar richtig schräg. Das heißt, ihr könnt den Punktefaktor 4 auch wieder relativ hoch halten. Allerdings nicht, also na, in meinen Tests, die ich jetzt mit dem Wagen gemacht habe, nicht ganz so lange wie bei dem anderen Porsche. Aber der macht einfach nochmal viel mehr Spaß, der Wagen. Irgendwie, es könnte einfach an dem, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, er hat einen kürzeren Radstand. Und er ist auch allgemein etwas kleiner, ein bisschen wendiger und somit kann man damit auch viel besser driften. Meine Meinung, ich kann damit auf jeden Fall besser driften. Es macht so viel Spaß, damit ich weiß gar nicht, wie oft ich das auch sagen soll. Ihr seht es ja selber, ne? Ihr lenkt einfach ein und der Wagen driftet so schön, so schön lange und er will gar nicht mehr aufhören. Er will einfach immer weiter driften. Ihr könnt damit die perfekte lange Kurve fahren, wenn ihr jetzt im Freestyle irgendwo in der Stadt unterwegs seid und ihr habt eine schöne lange gezogene Kurve, ist das auf jeden Fall euer Wagen. 1,3 Millionen Punkte ist jetzt nicht ganz so viel. Ich denke mal, dass der Wagen, der ist nicht prädestiniert dafür, Punkte zu machen. Der macht viele Punkte, keine Frage. Aber ich glaube, er ist mehr so ein kleines Spaßmobil. Und deswegen habe ich dem jetzt auch hier die Punkte verteilt. Spaßfaktor 9 von 10 und Punktefaktor 7 von 10. Das heißt, wir kommen insgesamt auf 16 Punkte, genau wie bei dem Porsche GT3 RS. Allerdings ist hier der Punktefaktor etwas geringer, der Spaßfaktor dafür etwas höher, gleicht sich somit von den Gesamtpunkten wieder aus. Und ich hab ihn trotzdem einfach mal auf diese Stufe gepackt. Und jetzt sage ich euch nochmal, warum. Es ist der optimale Allrounder. Wenn ihr noch am Anfang von Need for Speed seid und ihr wollt ein cooles Auto haben und ihr habt ihn schon freigeschaltet, kauft euch dieses Fahrzeug. Bitte kauft euch diesen Wagen, egal wo ihr den einsetzen wollt und vor allem, und das sei jetzt auch mal jedem gesagt, im Offroad, es ist einfach das perfekte Fahrzeug. Es gibt viele Meinungen zum Offroad. Viele sagen, ja, Porsche Panamera, aber ganz ehrlich, im Porsche Panamera, nein, bitte nicht. Es ist ein Riesenschlachtschiff. Es ist unfassbar schwer, unfassbar nicht wendig und das ist einfach schlecht für ein Offroad.
Er kann Offroad fahren, er hat viel Power, er kommt gut voran, aber nein, es ist kein Offroad-Fahrzeug. Der Porsche RSR ist einfach, ich würde fast schon sagen, prädestiniert dafür, um jetzt hier Offroad zu fahren. Und ihr solltet den wirklich einfach mal ausprobieren, wenn ihr den voll aufgetunt habt und das Live-Tuning, was ihr immer machen könnt, wenn ihr jetzt die Pfeiltaste auf der PlayStation nach unten drückt oder nach oben. Nee, ich komme nach unten. Und wenn ihr das richtig abgestimmt habt, nehmt euch mal eine Strecke raus, stimmt den Wagen richtig gut ab, dann habt ihr damit einfach, ja, so viel leichter, die Offroad, diese nervigen Offroad-Rennen zu schaffen. Die waren, oh Gott, habe ich mich da, oh. An der Stelle mal ganz kurz Grüße an den lieben Johnny, der mit mir die ganzen Offroad-Rennen gemacht hat und mit mir den RSR im Offroad aufgetunt hat. Es war eine Tortur, ein vernünftiges Auto zu finden, was man im Offroad gut bewegen kann. Und als ich den RRS hatte, RSR, so, als ich den RSR hatte, da war ich einfach sowas von begeistert von dem Fahrzeug. Aber genug geschwärmt, er ist deswegen halt nicht. Naja, also ich hätte jetzt auch von den Punkten her so machen können, dass der GT3 RS auch auf diesem Platz landet, aber weil es der bessere Allrounder ist, habe ich ihn jetzt mal auf diesem Platz gesetzt. Und wir kommen zum nächsten Fahrzeug.